Kann ein Formel-1-Auto wirklich an der Decke fahren? Ein Formel-1-Auto entwickelt durch die Flügel und den Unterboden extrem viel Abtrieb. Laut dem Mercedes Technical Director Mike Elliott sogar so viel Abtrieb, dass bereits 150 km/h ausreichen würden, um das Auto an der Decke eines Tunnels zu halten. Um jedoch dann tatsächlich länger an der Tunneldecke entlangfahren zu können, müsste man die Geschwindigkeit weiter erhöhen, um eben auch genug Haftung gewährleisten zu können und die Reifen an der Tunneldecke vor dem Durchdrehen zu bewahren. Bis heute fehlt uns jedoch der Versuch, der uns dann endgültig beweist,